Yo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem neuen Tokyo Revengers Video und damit geht es absolut krass rein in das Finale. Wir sprechen über das Ende von Tokyo Revengers, mein letztes Video zu dieser Serie. Das bedeutet, ihr werdet nach diesem heutigen Video nichts mehr von meiner Person zu Tokyo Revengers erfahren. Ich werde nach diesem Video einen Haken dahinter machen. Das war ein Projekt, mit dem ich auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung sammeln konnte, sag ich mal, sowohl positiv als auch negativ, wobei die positiven Gedanken dazu weit in der Vergangenheit liegen oder ziemlich weit am Anfang. Eigentlich die letzte Zeit nur das Negative am Polarisieren war und das natürlich aus gutem Grund. Berechtigte Kritik definitiv am Start. Ich sage es direkt von Anfang an, wenn ihr das Ende gefeiert habt, wenn ihr das Ende mögt, dann schaut euch dieses Video hier nicht an, denn ich werde hier total ranten. Dieses Video wird hardcore ehrenlos, weil Tokyo Revengers aus Shonen-Sicht betrachtet die größte Muchscheiße an den Tag geballert hat, die ich jemals in 28 Jahren gelesen oder gesehen habe. Es gibt nichts Schlechteres als das. Es gibt keinen schlechteren Final Arc. Das Einzige, was ich ansatzweise damit vergleichen würde, wäre der Rent-A-Girlfriend-Manga, weil der die absolute Höllenqual ist. Oder die zweite Season von Promised Neverland, die eine Frechheit ist. Tokyo Revengers hat mit seinem letzten Arc alles vor die Wand geklatscht. Es ist ein Paradebeispiel für einen Manga, der besser vorher beendet worden wäre, als er ging. Man hat ihn länger gezogen, als er eigentlich sein sollte. Auch wenn Wakui was anderes sagt, denke ich, dass aufgrund der Verkaufszahlen des Mangas der letzte Arc ziemlich hinterhergeschoben wurde und nicht wirklich zur Story was beigetragen hat, beziehungsweise am Anfang der Geschichte dieser nicht wirklich geplant war, aufgrund meiner Wahrnehmung, dass ich denke, dass dieser letzte Arc hier rein gar nichts mit der Serie zu tun hat. Ich bin die letzten Monate heftig ins Detail gegangen, was die letzten Kapitel betraf, also overall die letzten 30, 40, 50 Chapter. Ich habe immer wieder Updates gebracht, wo ich darüber gesprochen habe, was ist jetzt der Stand, was ist passiert, warum ist das Bullshit und so weiter und so fort. Ich werde in diesem Fazit hier sicherlich den ein oder anderen Punkt nochmal groß aufrollen, aber ich werde sicherlich auch ein paar Punkte liegen lassen oder gar nicht erst erwähnen. Gibt so viele Anlaufstellen. Ich will das Video hier auch nicht auf eine Stunde ziehen. Die Leute, die die Geschichte noch irgendwie erleben wollen, lest das Ganze bis zum Tenjiku Arc, hört danach auf. Ihr macht euch den Manga Real Talk nur kaputt. Das ist meine Ansicht, mein Rat an der Stelle. Alle Leute, die das Ende feiern, sollen das Ende feiern. Mein Rat an der Stelle ist es, einfach bessere Serien zu schauen, weil die ganze letzte Phase des Werkes ist nur wie auf einem Glücksrad. Du drehst einmal dran und hast das nächste Kapitel völlig dem Zufall zu überlassen. Also es ist wirklich nichts, was hier strukturell irgendwie hinpasst. Die ganze Lore wird über Bord geworfen. Du hast eine Zeitreisethematik, die sich völlig verliert. Also die Regeln sind nicht da, es ist einfach alles unlogisch. Teilweise werden Charaktere geretconnt, also anders weitergeführt, als sie eingeleitet wurden. Sehr, sehr weirder Stuff. Wie gesagt, ich kenne keinen Arc, kein Ende aus dem Shonen-Bereich, das ansatzweise mit so einem Ding hier zu vergleichen ist. Keines. Naruto nicht, Taisai nicht, Demon Slayer nicht, egal was ihr euch rausholt, auch einen Fairy Tail nicht. Ich habe ja alle Endings sozusagen begutachtet, betrachtet, gelesen und so weiter. Von daher, ich kann definitiv sagen, da findet ihr sicherlich in vielen Shonen-Endings Schwächen, schwächere Parts. Es ist auch schwierig, eine Geschichte zum Ende zu bringen, weil du nicht auf die Erwartungshaltung von jedem Menschen kommen kannst. Das ist völlig normal. Bestes Beispiel Attack on Titan. Aber das, was wir hier erlebt haben, ist einfach nur die Konsequenz von einem Manga, der früher hätte beendet werden sollen und es nicht stattgefunden hat. Die gesamte Serie Tokyo Revengers baute darauf auf, dass Takemichi, der Protagonist, es irgendwie schaffte, die Machenschaften von Kisaki, dem Antagonisten, zu zerschlagen und seine Liebe Hinata Tachibana zu retten. Dies schaffte er bis zu einem gewissen Punkt, an dem alle glücklich leben konnten. Das war halt nach dem Tenjiku-Arc bei der Hochzeit sozusagen. Nur Mikey, dieser wurde auf eigenen Wunsch in einer Zukunft zurückgelassen. Takemichi entscheidet sich dann,
nicht nur sein Glück aufzugeben und wegzuschmeißen, sondern auch das der anderen Kameraden und Mikey schließlich zu retten, denn tief in seinem Herzen möchte er auch gerettet werden, äußert sich aber vor den anderen nicht wirklich dazu und lässt sich halt völlig von seiner dunklen Aura, von seinem Berserk Dark Impulse leiten. Mikey ist aus meiner Sicht, und das sage ich so wie es ist, ein totaler Psychopath, der sich Anakin Skywalker mäßig von einer völlig aus der Luft gegriffenen Kraft beeinflussen lässt, nicht wie damals beschrieben durch Kisakis Kontrolle eben, weil er in falschen Kreisen unterwegs war oder weil Draken nicht mehr auf ihn aufgepasst hat oder sowas, nein, wird er nun wie ein verrückter Amokläufer im Final Arc beschrieben, der nicht mehr weiß, was er tut und daher seine Freunde von ihm abstößt. Es ist total weird, weil niemand als von so etwas die Rede war. Charaktere sterben aufgrund von Takemichis Fehlentscheidungen. Das juckt Mikeys Dark Impulse zu dieser damaligen Zeit nicht. Doch im Finale lässt sich Takemichi selbst töten und beseitigt den Impuls mittels einer Umarmung und seiner Ansprache immer weiterzumachen, um für seinen Freund da zu sein. Es ist hierbei völlig egal, ob das schon 3-4 Male vorher erwähnt wurde, wo es nicht gejuckt hat. In den letzten 2-3 Kapiteln des Mangas, wo der Manga natürlich schon sein Ende finden muss, irgendwann, da hat es dann natürlich eine Rolle gespielt. Tode, die Mikeys Dark Impulse eigentlich nur fördern sollten, sind jetzt also am Ende genau der Schwachpunkt des Dark Impulses, also sehr, sehr weird an der Stelle. Man merkt also an so vielen Stellen, eigentlich an jedem Kapitel des letzten Arcs, dass der Plot das macht, was er gerade will und alles über Bord wirft, was aufgebaut wurde. Takemichi darf also nun nach seinem eigenen Tod gemeinsam mit Mikey durch die Zeit reisen und alle Dinge erneut durchleben. Nun ist er nicht mehr allein in der Vergangenheit, sondern zusammen mit Mikey kann er alle Gegner zu Freunden machen, sodass keine Probleme überhaupt erst entstehen können. Das ist ja auch ein absoluter Fallfeld, denn wenn du einen Gegner hast, dann reist doch einfach mal ein paar Jahre zurück und freunde dich mit deinem zukünftigen Gegner an, weil dann ist er ja kein Gegner mehr. Und so hat man sich seine Regenbogen-kunterbunte Fantasy-Welt, sein Happy End natürlich auch Disney-mäßig herzaubern können. Also wirklich eine absolute Kindergartenscheiße. Wirklich, als hätte ich die Pfadfindermütze vom Mickey Mouse Clubhaus auf dem Schädel. Nicht mehr normal. Pack mir an die Clownsnase. Muss groß. Ebenfalls müssen wir ansprechen, dass Kisakis Liebe im Final Chapter zu Hinata völlig weggeschmissen wird. Also die ist anscheinend auch wie verflogen von jetzt auf gleich. Eigentlich war der ja neidisch, eifersüchtig auf Takemichi und hier spricht man auch gar nicht mehr drüber. Also das ist irgendwie auch einfach wie weggeblasen, ist kein Problem mehr, ist einfach jetzt ein Kollege von denen, ist einfach ein Freund. Man schnippst mit dem Finger und alles ist Daijobu und das ist überhaupt nicht nice. Dann hast du natürlich im Final Chapter die Zukünfte von jedem, was jeder gerade so beruflich macht und so weiter, das skippe ich alles, weil das nicht juckt. Das bringt den Plot natürlich nicht zu einem Ende. Also das ist natürlich schön. Ich habe auch an sich nichts gegen ein Happy End. Also nicht falsch verstehen, das Happy End an sich ist kein Problem, denn ich denke, wir alle hätten den Personen ihr glückliches Leben am Ende gegönnt. Es ist eher der Weg, der problematisch ist. Ich kenne, wie gesagt, keinen schonen Final Arc, der sich selber mehrere Male retconnt, im Finale den Grundsatz der Geschichte ändert und so unbefriedigend ein Ziel herbeiführt, wie es Tokyo Revengers getan hat. So mäßig nach dem Motto, mach die Augen zu und wünsch dir was. Also wirklich einfach nur wie ein Kindergartenmärchen. Dann ist mir im finalen Chapter etwas aufgefallen, denn Shifuyu ist komischerweise jemand, der ohne, dass er einen Trigger für Takemichi darstellt, ist er jemand, der sich weiterhin an alle Taten von Takemichi der anderen Timelines erinnern kann, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber wie gesagt, die Logik der Zeitreisethematik ist in dieser Serie sowieso völlig hinfällig und dem Zufall überlassen, was man allein schon am absoluten Finale erkennen kann. Halt den letzten Konflikt, als Takemichi stirbt und die letzte Zeitreise. Also muss ich da eigentlich nicht weiter ausführen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Community Mikey ein Schild vorhält, weil sie den als arme Wurst ansehen und so weiter. Wobei ich aber sagen muss, dass die ganze Familie, die ganze Sano-Familie wirklich einen Dachschaden hat, also wirklich einen an der Waffel hat. Also wirklich, der Vater trichtert seinem Jungen ein, so stark zu sein wie Captain America. Wobei man hier auch sagen muss, optisch sieht er ein bisschen aus wie Takemichi, was aber auch nicht wirklich einen Hintergrund hat, sondern einfach nur ein nettes Gimmick ist. Die Mutter feiert es im Krankenbett, dass Mikey
im Kindesalter seine Wut an anderen Kindern rauslässt, wo ich mir auch denke, tolle Mutter auf jeden Fall. Da muss man sich nicht wundern, dass die Kinder zu solchen Rotzblagen erzogen werden. Nicht mehr normal. Shinichiro bringt einen Obdachlosen um, völlig ohne Bedenken, was er da eigentlich getan hat, und spricht zwei Kapitel später davon, vor Takemichi sein Opfer auch einfach gefragt haben zu können, um an gleiche Zeitreisekraft zu kommen. Mikey zerstört in einer Timeline Sansus Maul, dieses Flugzeug, dieses Kapitel, und schädigt ihn auf Lebenszeit. Doch Konsequenzen kennt, wie gesagt, die gesamte Sano-Familie nicht, und auch die Serie tut das nicht im geringsten. Da Takemichis Taten schlussendlich alle nur dem Zufall überlassen wurden, er selbst hat nichts auf die Beine stellen können, einzig und allein, weil der Plot es so wollte, ist das Ende hier passiert, was wir gesehen haben und bekommen haben. Mehr ist es im Grunde nicht. Wie gesagt, sind teilweise ganze Flashbacks aus vorherigen Arcs im Final Arc weiter ausgebaut worden, um irgendwie rechtfertigen zu können, warum der Dark Impulse die ganze Zeit über als Zeitreisefluch schon am Start war. Doch diese werden teilweise so heftig abgeändert und Charaktere werden anders dargestellt, als sie eingeführt wurden. Der vermeintlich schwache Bruder Shinichiro wurde anfangs angehimmelt für seine Eigenschaften, und so fand auch der Bezug zu Takemichi statt, also die Vergleichsgrundlage, warum Mikey erst recht ein Interesse an Takemichi erwecken konnte. Doch im Finale ist dies alles hinfällig, alles egal, denn Shinichiro war nie ein Schwächling. Schwäche sei der größte Antrieb für Mikeys Hass auf andere, und sogar besagter Bruder, also Shinichiro, war Takemichi längst bekannt, da er diesem die Zeitreisekraft einfach übergab, es jedoch nie zur Sprache kam, dass die beiden sich die ganze Zeit über kannten. Dies zerstört alles, was aufgebaut wurde. Dies zerstört ebenfalls das Setup um Kisaki, da er in Takemichi einen Helden sah, der ihn und Hina vor anderen beschützte. Doch schlussendlich sah der Flashback anders aus, was wiederum durch den Final Arc natürlich gezeigt wurde. Takemichi wurde auch damals nur vermöbelt, und Kisaki hätte eigentlich nie einen Grund gehabt, in ihm das zu sehen, was die Story uns erzählt hat, über den Tenjiku Arc hinaus. Und dementsprechend haben wir durch den Additional Content mit Shinichiro erfahren, dass Takemichi auch von diesem nur gerettet wurde. Wie gesagt, Setup für Kisaki als Antagonisten völlig hinfällig geworden, obwohl der den Hauptaugenmerk der Serie meistens heftig gecarried hat. Dann kommen wir kurz auf eine nebensächliche Sache zu sprechen, die vielleicht viele auch vergessen haben. Es gab einen Charakter im Final Arc, der hieß South. Der hatte ebenfalls einen Dark Impulse, wie es Mikey getan hat. Doch dieser Dark Impulse hat nichts mit dem Dark Impulse zu tun, den Mikey hatte. Mikeys Dark Impulse war ein Zeitreisefluch. Also das hat sich später herausgestellt. Souths Dark Impulse war anscheinend Filler. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Dieser Teil wurde anscheinend von Wakui völlig vergessen. South wurde einfach getötet und nie wieder erwähnt. Gefühlt ein Zeitfluch, der macht, was er will, Leute scheinbar kontrollieren und manipulieren kann, wie wir das im Beispiel von Kazutora gesehen haben. Es aber wie gesagt nur dann tut, wenn der Plot es möchte. Auch Takemichis Visionen sind ein gutes Beispiel dafür, die erst im Finale einfach hinzugedichtet werden, damit er ein bisschen Plot-Armor bekommt. Und wie gesagt, selbst wenn er am Ende von einem Schwert durchbohrt wird, überlebt er das Ganze. Ist gefühlt unsterblich in diesem Universum, weil er halt einfach auf Knopfdruck wieder Zeitreisen kann und die Gefahr, die Konsequenz in dieser Serie völlig hinfällig ist, weil das hätte er auch einfach schon von vornherein machen können. Aber das wollte der Plot ja nicht, und dementsprechend ist es erst am Ende passiert. Geniestreich, let's go. Dann gibt es natürlich noch die Sache, dass neue Charaktere für das Finale mit eingebracht wurden, die aber nie eine Erwähnung gefunden haben vorher. Alte Charaktere wie Hanma beispielsweise wurden stattdessen fallen gelassen. Ich weiß, dass die Community sich von Hanma sehr viel versprochen hat, aber letztendlich ist da auch nichts mit gewesen. Also der ist am Ende genauso ein Kollege von der Tokyo Manji Gang wie Kisaki. Also sehr, sehr weird, keine Ahnung. Eine unnötige Spannung wird natürlich reingebracht. Unrealistische Einbringung der neuen Charaktere in alte Flashbacks, die in alten Arcs zwar schon gezeigt wurden, aber natürlich noch nicht aus der Sicht von neuen Charakteren, was das Ganze so unplausibel erscheinen lässt. Also wirklich eine random Scheiße am Ende, was du dir wirklich nicht ausdenken kannst. Es ist einfach krass. Ich glaube, du musst dich wirklich anstrengen, so einen absoluten Dogshit fabrizieren zu können. Ich kann es beim besten Willen nicht verstehen, wie man so ein Werk vor die Wand scheißen kann.
sprachlos. Am Ende kann ich nur den Tipp geben, zu sagen, dass man sich bessere Serien anschauen sollte, denn das hier war definitiv eine Zeitverschwendung. Da kann ich auch die Glücksbärchis reviewen, what the fuck. Also wirklich, bin keine 5 mehr. Was für eine Ponyhof-Scheiße. Ehrlich, ich hasse es, wenn du in Shonen-Serien keine Ernsthaftigkeit mit reinbringst und keine Konsequenzen gänzlich hast. Ich hasse das bis aufs Blut. Das ist einfach grauenvoll. Und es ist nicht so, dass es am Genre liegt, generell, dass diese Serien so etwas nicht aufbringen können. Es gibt genug andere Beispiele dafür, die sowas aufzeigen. Und es geht mir auch nicht darum, dass du am Ende ein Happy End reingeschmissen bekommst, sondern, wie gesagt, der Weg ist problematisch. Und ja, ich habe es über die letzten Monate, eigentlich über das letzte Jahr überhin verteilt, schon so oft in den Videos angesprochen. Ich habe keine Lust, jetzt hier eine Stunde weiter zu plappern, wo, an welcher Stelle ich Revengey Boy nicht mehr so nice fand. So, das wisst ihr alle. Diejenigen, die das noch irgendwie enjoyen können, auf jeden Fall fetten Respekt. Mein Respekt geht auch an den Mangaka raus, weil du auch erstmal kreativ genug sein musst, um dir so eine Scheiße ausdenken zu können. Aber letztendlich, ja, bin ich fertig mit dem Projekt hier. Damit wäre es das von meinem letzten Tokyo Revengers Video gewesen. Lasst mir alles weitere unten in den Kommentaren da. Ihr kennt ja das Spielchen und dementsprechend sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Aber halt nicht zu Tokyo Revengers. Sollte klar sein. Ist auch wirklich am Ende des Tages eine Beleidigung für Mickey Mouse, dass ich den auf Thumbnail packe, ne? Also wirklich.